Hallo zusammen, ich habe heute was Neues von der Post bekommen. Und zwar habe ich da schon ein bisschen länger drauf gewartet und war schon sehr gespannt drauf. Das Interessante ist, das Ganze ist von der Schweizer Post gekommen. Ein wenig ungewöhnlich, aber machen wir es gleich mal auf. Also man sieht Flashlight. Das Ganze ist aus Malaysia. Ich habe es schon aus eBay gekauft. Und zwar für einen sehr guten Preis, aber zu dem kommen wir noch gleich. Hier auf der Verpackung haben wir halt eben die Bezeichnung vom Modell CB635. Und das Ganze ist ein Pistol Light. Im Paket enthalten ist diese 16340er Akkubatterie. Die ist wieder aufladbar. Und dann eben die Lampe an sich. Das Ganze ist mit einer XML2 LED betrieben. Mit einer Leistung von 300 Lumen. Ist damit eigentlich identisch wie eine Q5 LED. Und das ist eigentlich wirklich optimal, möchte ich sagen, mit 300 Lumen. Und ich erkläre gleich wieso. Die meisten Pistolenlampen sind im 200 Lumen Bereich. Es gibt welche, die stärker sind, es gibt welche, die zum Beispiel auch im 600-Lumen-Bereich sind. Aber die Idee dahinter, dass es im 200er-Bereich ist, ist die, dass wenn man zu viel Licht nach vorne projiziert, dann blendet man sich selber. Und ich möchte mal sagen, mit 300 Lumen ist es wirklich ziemlich ideal. Es ist über den Standard von Infos und Surefire. Aber halt immer noch in einem ausgezeichneten Bereich. Die Maße von dem Ganzen sind 80 mal 33 mal 40 mm, also sehr kompakt. Und das Ganze ist mir aus einem Grund eigentlich wirklich ins Auge gesprungen. Und zwar hier oben ist eine federgeladene Hebel. Und dieser Hebel ist der Blockmechanismus, der verhindert, dass die Lampe von der Pistole fällt. Das Ganze hat mir extrem gut gefallen, weil es wirklich ganz simpel geht einfach. Man drückt wirklich einfach nur hier runter. Also, ich sag's mal von der Seite, man drückt hier eben runter und dann lasst man das Ganze auf das Rail von der Pistole oder auch Gewehr, wenn man es auf der M4 oder MP7 montieren will, einfach raufrutschen. Hier auf der Seite, also hier die hier. Das da hier sind die Ein-Ausschalter. Hier hinten ist eine Klappe, die kann man mit einem Werkzeug auseinandernehmen. Dahinter würde man an die Platine kommen, die dann den Ein-Ausschalter betätigt. Da könnte man noch etwas dran machen oder falls es beschädigt wird, könnte man das da so reparieren. Um die Batterie einzulegen, ja, dreht man hier das Frontteil ab mit der Glühbirne, also mit dem LED. Dann lasse ich einfach die Batterie reinfallen und schraube das Ganze wieder zusammen. Da hier auf der Seite ist auch ein O-Ring, was verhindern soll, dass Wasser in das Innere gelangt. Etwas anderes, was an dieser Lampe sehr interessant ist, ist, dass sie wie die Infos APL ein modulares System hat. Und zwar, wenn ich jetzt einschalte, dann leuchtet sie eben mit den 300 Lumen. Wirklich ein schöner, starker Strahl. Wenn ich jetzt schnell ausschalte, dann blinkt sie. Also sie flasht wie ein Strober. Und das Ganze, wenn ich sie wieder einschalte, dann ist sie wieder auf voller Stärke. Sie hat auch eine halbe und volle Stärke vom Licht. Also dann ist sie, glaube ich, im 150-Lumen-Bereich. Aber wie das genau funktioniert, habe ich noch nicht ganz raus. Also hier, da, jetzt ist es im halben Bereich. Und jetzt blinkt er wieder. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Man schaltet alle drei durch. Also volle Stärke, halbe Stärke und das Strobolicht. Okay. Das Ganze ist hier für meine Glock jetzt mal gedacht. Ich zeige jetzt mal schnell, wie unglaublich simpel schnell die Montage geht. Da ist es aufmontiert.
abmontiert. Aufmontiert, abmontiert. Aufmontiert, abmontiert. Also man, ihr seht, es ist wirklich unglaublich schnell, unglaublich simpel. Und es sieht auch noch sehr gut aus. Ihr seht hier, es ist das gesamte obere Profil wird nicht beeinträchtigt. Auch vorne so gut wie gar nicht. Also steht nur ein wenig hervor. Und das ist genau das, was man will. Das Ganze wackelt ein wenig hier hinten. Aber das ist halt eben, weil dann Leerraum ist. Aber das könnte man jetzt ein bisschen was als Polsterung reingeben, aber ist nicht nötig. Das Ganze ist jetzt auf eben auf meiner KSC-Glock montiert. Und die andere Frage, die sich vielleicht einer stellt, ist, passt das Ganze auch in ein Safari-Landholster? Und mit ein wenig Modifikation passt es. Was ich gemacht habe, ist, ich habe eben das Frontende abgeschnitten und habe dann hier ein wenig abgefeilt. Man sieht es an der Stärke hier. Und danach passt es wirklich optimal. Es ist komplett in Holster drin und es behindert gar nicht. Es ist perfekt. Es passt perfekt. Also wenn man eine sehr preisgünstige, sehr universale und sehr gute, auch also von der Maße her Pistolenlampe sucht, dann ist das absolut absolut passender Kauf oder guter Kauf, da das Ganze mich 18 Euro gekostet hat. Es wurde aus Malaysia geschickt und war innerhalb von 19 oder 20 Tagen war es bei mir eingetroffen hier in Österreich. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich habe sie jetzt bis jetzt halt noch nicht wirklich viel benutzt. Ist wirklich erst eben vor ein paar Stunden bei mir angekommen. Aber sie gefällt mir wirklich sehr, sehr gut bis jetzt. Und eben die Leuchtkraft ist wirklich sehr gut. Also hier ist es wieder in voller Energie. Halber Energie. Und eben in der dritten, letzten Funktion. Hier nochmal direkt angeleuchtet kurz. Ich kann es wärmstens empfehlen eben. Also der Link ist in der Beschreibung. Und danke für